Feierabend, Mann zur Ruhe. Kühlschrank auf, Kühlschrank zu. Ein Kellerbier, es kommt ans Licht. Hör, wie es leise zu dir spricht. Prost, wohl bekommt's. Feine Röstmalze und prasselndes Kaminfeuer. Prost. Jetzt ein Silberhütte-Kellerbier aus der Herbst-Winter-Edition genießen. Etwas dunkler mit Münchner Kara Typ 2 und zur Hälfte mit Geierschem Bitterhopfen gebraut. Das Bier wird direkt aus dem Zwickelhahn, also nach der Hauptgärung, in die Flasche gefüllt. Daher der kleine Anteil an Hefe am Flaschenboden. Dieses sogenannte Grünschlauchen ist zwar etwas riskant, da man genau abpassen muss, wann die Hauptgärung zu Ende ist und noch so viel Nachgärung passiert, dass der Kohlensäuregehalt in der Flasche stimmt und das Bier auch frisch daherkommt. Es wird also kein Zucker extra dazugegeben. Ich will ja nichts sagen, aber bei diesem Braudurchgang ist mir dieser Vorgang sehr gut gelungen. Probieren könnt ihr es im Waldblick oder im Stadtcafé. Wenn der Durst zu groß ist, schreibt mich an. Wohl bekomm's.